Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Veggie Wednesday, dem Tag in der Woche, an dem ich euch ein veganes oder ein vegetarisches Rezept vorschlage. Heute gibt's was Vegetarisches und zwar ein Austernpilz-Sandwich mit Paprika und ein paar anderen schönen Sachen. Wird richtig lecker, jetzt geht's los. Für das Sandwich brauchen wir natürlich Brot und ihr könnt wie ich ein Ofenbaguette nehmen oder ein Ciabatta oder einfach Brötchen. Ich finde auf jeden Fall, dass weißes Brot deutlich besser zu den Pilzen passt als dunkles, aber ihr habt die freie Wahl, ihr könnt natürlich auch dunkles nehmen. Dann nehme ich Büffelmozzarella, etwas Cayennepfeffer, eine rote Chili, zwei Schalotten, natürlich Austernpilze, ungefähr 200 Gramm davon und zwei halbe Paprikas. Ich habe verschiedene Farben genommen, einfach um das Essen nochmal etwas bunter zu machen. Ihr könnt natürlich auch einfach eine komplette Paprika nehmen von einer Farbe. Ich würde nur von der grünen Paprika abraten, denn die hat einen relativ herben Geschmack und das würde von dem Pilzgeschmack ablenken, weil die grüne Paprika eben zu stark im Geschmack ist. Anfangen tun wir damit, die Paprika in dünne Streifen zu schneiden. Austernpilze sind übrigens eine der wenigen Pilzarten, die bei uns in Europa in Gewächshäusern angebaut werden und nicht frisch aus dem Wald kommen. Das hat für uns natürlich den Vorteil, dass sie das ganze Jahr über im Supermarkt zu bekommen sind und sie sind auch nicht so schmutzig, wie man es gewohnt ist von anderen Pilzen. Falls ihr sie reinigen wollt, macht es mit einem feuchten Tuch. Einfach kurz drüber wischen, das reicht schon aus und der Pilz ist sauber. Bitte nicht unter fließendem Wasser säubern, denn der Pilz, der saugt das Wasser auf wie ein Schwamm und das verwässert am Ende den Geschmack und der Geschmack geht dann mehr oder mehr verloren beim Braten. Und auch die Austernpilze schneiden wir einfach ganz grob in Streifen. Als nächstes kommt die Chili dran und wie ihr wisst, könnt ihr einfach die Kerne entfernen, wenn ihr es nicht so scharf mögt. Ich werde sie bei diesem Essen auch entfernen, obwohl ich es eigentlich scharf mag. Aber ich finde, das ist ein relativ mildes Essen und ich möchte die Pilze noch richtig rausschmecken können. Und die Schärfe, finde ich, lenkt da eher ab, ist also störend. Und jetzt, wo alles klein geschnitten ist, braucht ihr eine Pfanne, die erhitzt ihr auf mittlere Stufe. Gebt ein bisschen Olivenöl mit rein, wartet bis es heiß geworden ist und gebt dann die Paprika, die Chili und die Zwiebeln bzw. die Schalotten mit rein. Das lasst ihr jetzt auf geringer bis mittlerer Stufe für 5 Minuten anschwitzen. Haltet es am besten immer mal ein bisschen in Bewegung, damit ihr auch alles gleichmäßige Hitze abbekommt. Nachdem ihr Chilis geschnitten habt, wascht euch am besten immer gründlich die Finger, auch vor allem unter den Fingernägeln, denn es passiert mal schnell, dass man sich einfach so ins Auge fasst und auf einmal hat man ja diese Schärfe aus der Chili im Auge und das ist ein Feuerwerk. Habe ich schon ein paar Mal erlebt, muss ich nicht nochmal haben. Wenn die 5 Minuten dann vorbei sind, gebt ihr das Gemüse auf einen Teller und lagert es erstmal zwischen. Denn die Pfanne, die brauchen wir jetzt wieder für die Pilze. Ich gebe nochmal einen Schuss Olivenöl mit rein, damit die Pilze auch ein bisschen Öl haben, ein bisschen Fett. Und die Austernpilze, die kommen jetzt auch nochmal für 5 Minuten bei mittlerer Hitze in die Pfanne. Also einfach genau das Gleiche nochmal mit den Pilzen. Viel länger sollte man sie auch nicht drin lassen, denn je länger man sie brät, desto zäher und gummiartiger werden sie. Und auch vom Geschmack her gehen sie dann eher ins Bittere, was wir natürlich nicht wollen. Also 5 Minuten schonend anbraten und dann haben wir das Ergebnis, was wir wollen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da jetzt auch noch eine Zehe Knoblauch reinwerfen. Ich finde es nicht unbedingt nötig, aber falls ihr ein super großer Knoblauch-Fan seid und es in jedem Essen haben wollt, dann könnt ihr es jetzt gerne in die Pfanne mit dazu werfen und auch den Knoblauch noch so ein bisschen mit den Pilzen zusammen anbraten. Wenn die Pilze dann auch fertig sind, gebt ihr einfach die Paprikamischung nochmal mit in die Pfanne, mischt es ein bisschen durch und gebt Salz, Pfeffer und den Cayennepfeffer mit in die Pfanne. Und beim Brot gibt es einen super Trick, denn wenn ihr das Brot nur von einer Seite einschneidet und nicht durchteilt, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr beim Essen das Ganze seitlich essen könnt und so euch nichts aus dem Brot fällt. Denn ich glaube, das Problem kennt jeder, wenn man in ein Sandwich beißt und auf beiden Seiten irgendwie der Inhalt rausfällt. Super nervig, dann muss man alles mit den Fingern aufsammeln. Und mit diesem kleinen Schneidetrick ist dieses Problem gelöst. Jetzt kommt natürlich die Pilz-Paprika-Mischung in das Brot mit rein. Zack, noch ein paar Pilze. Und da könnt ihr jetzt entweder Mozzarella Scheiben reinlegen oder wie ich einfach den Mozzarella zerzupfen. Ich bevorzuge übrigens Büffelmozzarella einfach, weil der einen kräftigeren Geschmack hat. Ich finde, Kuhmilchmozzarella hat oft das Problem, dass er relativ neutral schmeckt. Und ich gebe da jetzt noch etwas Koriandergrün rein. Wer das nicht mag, kann natürlich auch Petersilie nehmen oder es komplett weglassen. Das ist ganz euch überlassen. Aber ich finde, so ein bisschen Grün macht das Essen noch bunter und das Ganze sieht einfach nochmal leckerer aus. Und schaut euch das mal an. Das sieht richtig lecker aus. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch mal probieren, denn ich habe schon richtig Appetit darauf. Mmh.
Die Pilze sind richtig schön aromatisch. Die Paprika immer noch so leicht knackig, gibt einen tollen Geschmack dazu. Mozzarella ist super verlaufen. Schärfe hat das Ganze durch den Cayennepfeffer und natürlich die Chili. Wenn ihr jetzt Appetit bekommen habt, dann probiert es auf jeden Fall aus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von solchen Rezepten haltet. Wollt ihr mehr davon? Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls das hier euer erstes Video war. Letzte Woche habt ihr in der Umfrage euch für dieses Pilz-Sandwich entschieden und ich sag euch, das war eine super Wahl. Jetzt habt ihr die Chance, das nächste Rezept zu bestimmen, was ich am nächsten Veggie Wednesday kochen werde. Da oben habt ihr zwei Vorschläge, wählt weise und nächstes Mal gibt es dann hoffentlich euer Wunschrezept. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Hunger und ciao.